Oh ja, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea mit Minos Müller. Und er zeigt uns jetzt ein Chronomali-Deck. Ja. Also, zu Beginn ich spiele 3 Chronomali Nipperdisc. Super vom Deck und kommt halt immer wieder zu Lotte. Dann spiele ich 3-mal Crystal Skull. Wenn du keine Monster kriegst, dann kommt wieder ein, darfst du ein Special und darfst aus dem Grave ein 3er Special. Dann noch der weitere Super, 3-mal der Crystal Head. Ja, ist gut, wenn man ihn mit Disc sucht, darf man ihn wieder abschmeißen und wieder Super. Das ist halt, endlos Super. Ne? Dann 2-mal Goldjet, der erhöht die ganzen Rangs von den ganzen Kumpali-Monstern. Damit gibt es noch TK, aber ja, ist ganz gut auf jeden Fall, muss man nicht spielen. Dann Doppel Honest, einfach weil alle Lichtmonster sind, deswegen ist hier keiner geeignet damit. Als Artifact-Engine spiele ich einen Moment ab. Wenn auf 3, wenn ich auf 3 spiele. Doppel Vivitech, Doppel Sende, einfach gegen alles, was exit gestört. Sehr gut gegen Satellite Knight, gegen Clifford dürfen sie keine Pendulum machen. Und ja, gut. Und als Handjob spielt noch 2 Baylor. Einfach, ja, weiß ich nicht, wenn der Gegner anfängt. Machen wir die mal weg. Dann spiele ich als eine einmal die City Babylon. Mit der gibt es 2 Kombos. Was kann das? Wenn du sie aktivierst, darfst du halt aus dem Grave ein Chronomali-Monster entfernen und aus dem Grave ein gleichsleveliges Monster spezial sparen. Genau. Kannst du also entweder 3 Exits machen oder du machst halt weiter. Dann ein Book of Rune ist immer gut. Dann wegen den Artefakt spiele ich halt 3-mal Zündung. Einfach zum Schießen und die Änderung muss dann lang zu sehen. Bei Sexo Langsam spielt man halt 3-mal Pot of Gravity. Dann spiele ich 3 Finish Chain, 2 Finish Chain zum Monster annullieren, ein TT, eine Bottomless, Deck seit Jahr im Hand, sehr langsam im Hand, Verpult, Renity, Bono, 3-mal Heiligtum, einfach um die, ja, brauche ich nicht erklären wahrscheinlich. Und bei Moratar auf 1 spiele ich noch 2 Korn. Genau, das war das Main Deck. Dann spiele ich im Sideboard 2-mal Lancia. Einfach weil du sie mit der Artifact Engine sehr gut rauskriegst und halt gegen Necros auch als Handjob benutzt. Und dann kannst du auch flashen. Dann, weil Rivalität aktuell im Clifford sehr gut läuft, spielt 3 Ghost Match. Alles sind Lichtmonster. Und die ist ja gut gegen Necros, wenn sie Necros Sicht haben. Und andere Monster sind Wasser. Gegen Shadow, gegen Abyss. 3-mal den Prisoning Roll. Gegen Satellite Knight 2 Chaos Trap Roll. Die haben ja auch gerade eben Game gebracht. Dann 2 Max C als Handtrap und 3-mal Mindcrush gegen alles, was tut. Ich glaube, extra Deck. Schnell! Spiele ich ein Gaia, ein Zayami, ein Unohat. Damit kann man ein Special einmal entfernt. Was kann das Ding? Wenn du darfst dein Material abhängen und darfst ein Monster vom Gegner in egal welchen Spielzug auf 0 Attack bringen, kommt halt über deine Monster nicht rüber. Und mit der und der hier gibt es halt noch die K. Der Effekt von dir sagt, das Monster geht auf 0 und der sagt, wenn die Attack vom Monster abweichen, darfst du ein Material abhängen und der Gegner kriegt Burn-Schaden zum Unterschied und er kriegt die Attack dazu, das meiste von dem Kampf gibt. Ja, weil die ganz gut ist, gegen Necros mischt du die Hand halt zurück, wenn er sich Bionak oder irgendwas gesucht hat bei Kyros. Burn-Schaden, der ist sehr gut, den erkläre ich auch noch. Detached Material. Ein Monster, der Effekt ist annulliert und das Monster geht auf Attack auf 0. Und ist halt wie ein Baylor auch. Ist halt sehr gut gegen alles, was Effekte auf dem Feld hat. Ja. Exitorn, ganz klar. Zenmates, um nerven die Karten wegzubringen. Cheer Giant, um Monster zu suchen, wenn man zwei beide auf Vierer sind. Und ein Tierer ist als Level 5. Alles klar, danke. Kein Thema. Abonnieren, check meinen Sponsor ab. Wie ist das?